So, dann geht's jetzt aber ernsthaft. Sorry. Aber jetzt geht's endlich zum Assassinenbüro. Das wäre dann die Nummer 3 von 9. Oh, lol. Ja, lol ersetzt in diesem Fall ein Schimpfwort. Ich bin kalt in der Brust. Heißt, es wird von mir niemals Almosen geben. Schade. Ich wollte ihn gerade um ein wenig, um ein Messer erleichtern. Naja, dann halt nicht. Funktioniert also nicht. Schade. Why ever. Okay, ich dachte schon. Aber nein, da hinten brauchen sie Hilfe. Versucht es. So. Hier wieder einen netten Bürger retten. Wer will noch? Wer hat noch nicht? Boah. Was hast du davon, dass du die anderen so anfeuerst? Voll die Treppe runter. Die Beine weg und dann, ja. Der Rest wurde auch getan. Immer der gleiche Move hier an der Treppe. Wahrscheinlich hat das was mit der Treppe zu tun. So. Gerettet. Muss nicht so schreien. Ist schon okay. Ja, da will ich lang. Ich komme dem Büro immer näher. Zweigstelle Akon. Hallo, Gelehrte. Ich möchte dich ja nicht stören, aber da ist auch schon die schöne Leiter. Und hinein da. Hallo. Ah, Altair. Ein Vögelchen hatte mir euren Besuch angekündigt. Al-Mualem hat die Hinrichtung von Garnier von Nablus angeordnet. Der Großmeister des Hospitaliterordens? Eben jener. Und ich weiß bereits, wann und wo ich zuschlagen werde. Dann teilt euer Wissen mit mir. Er lebt und arbeitet im Hospital seines Ordens, nordwestlich von hier. Es geht das Wort von Gräueltaten, die hinter seinen Mauern verübt werden. Der gute Arzt scheint Freude an Experimenten mit unschuldigen Bürgern zu haben. Die meisten wurden in Jerusalem entführt und hierher gebracht. Wie gerissen. Durch die Entführung seiner Opfer in anderen Städten erregt er hier weniger Aufsehen. Aber zurück zum Thema. Wie ist euer Plan? Garnier bleibt meist in seinem Quartier im Hospital. Obwohl er es manches Mal verlässt, um seine Patienten zu besuchen. Bei einem dieser Rundgänge werde ich zuschlagen. Offenbar habt ihr euch bereits Gedanken gemacht. Ich gebe euch freie Hand. Sehr schön, die Erlaubnis haben wir und die Feder auch. Entfernt diesen Schandfleck aus Akon, Altair. Vielleicht reinigt das auch euch. Ruht euch hier aus, bis ihr bereit seid. Spule vor zu aktuellerem Gedächtnis. Wie immer, jetzt haben wir gepennt. Wie man an dieser Aufstehensszene sieht. Und es geht wieder raus. Garnier vergisst die Welt um sich herum, wenn er seine Patienten behandelt. Das ist der richtige Zeitpunkt. Na, der arme Patient. Okay, vielleicht auch der glückliche Patient. Er hat es als erster erfahren, dass sein... sein Schänder sozusagen... Ihr wagt es vor meinen Augen zu stehlen? ...eliminiert wurde. So, also. Och nee, nicht schon wieder ein Bürger, aber mein Pflichtbewusstsein zwingt mich. Wow, gleich den ersten so erledigt. Wer will noch? Der hat auch noch nicht genug, jetzt schon. Oh oh.
Naja, der Kampf läuft auf jeden Fall besser als die anderen bisher. Gut, dass ihr gerade vorbeikamt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ich schuld... Ja, du schuldest uns Dank. Mir zumindest. Jetzt gibt's irgendeine Leiter. Offenbar nicht. So. Und es geht weiter. Da ist eine Leiter. Es geht weiter über die Leiter. Oh ja. Schert euch fort, ob er wohl einen Grund für seine Taten hat? Ich muss möglichst schnell zum Garnier von Nablus. Garnier, ist das nicht irgend so eine Make-up oder Parfümmarke für Frauen? Garnier. Irgendwie so. Auf jeden Fall gibt es dann einen Garnier weniger. Mann, ich komme ja auch im übelst schnellen Tempo vorbei. Vor, meine ich. Okay, noch ein Bürger. Hinfort mit euch. So, der hat mich lang genug genervt. Huh. Platsch. So, jetzt noch hier drauf. Dann wäre das auch geschafft. Nicht, was sie von mir wollten. Aber ich sah das Böse in ihren Augen. Verzeiht, dass ich euch nichts für eure Tat geben kann. Aber meine Brüder sollen erfahren, dass ihr ein Freund von mir seid. Na, das war schön. Hallo Partisan. Dankeschön. Boah, wie die sich auf die auf die Kämpfer da stürzen. Das ist schon... nicht schlecht. Ich gehöre gar niemand. Ich bin ein freier Assassine. Und renne jetzt weg, weil ich so frei bin. Mist, ich bin noch entdeckt. Das heißt, es würde nichts bringen, da reinzuspringen. Mann, ich entferne mich hier schon wieder von meinem Ziel. Oh, das sind aber viele. Lol. Lasst mich weg. Muss da irgendwie durchkommen. Ah, nee, geht nicht. Geht nicht. Ach, ich bin entdeckt. Sonst kann ich da nicht durch, wenn ich unentdeckt bin. Ich meine, wenn ich entdeckt bin, ja. Kann ich da nicht durch. Scheiße. Doch, bitte lasst mich entkommen. Oh, unentdeckt. Schnell da rein. Naja, immer noch entdeckt. Und jetzt wieder unentdeckt. Shit. Ich war schon wieder fast anonym. Aber nur fast. Und davon kann man sich hier nichts kaufen. Wieder nichts. Ah, ich bin immer hier für irgendwelche Hundertstelsekunden ungesehen. Warum? Okay, es wird zur Konfrontation kommen. Nur wegen dieser Bürgerin. So ein Mist. So. Flamm. Sobald einer angreift. Oh. Platsch. Piu. Klang. Bling. Und. Ja. Platsch. Da platscht's. Da platscht's. Na komm. Trau dich.
Hoho. Alter. Das Schöne ist, man sieht das immer aus anderen Perspektiven. Manchmal wird es auch gar nicht so als Zwischensequenz angezeigt, sondern eben aus der Kampfperspektive. So, aber jetzt... Huh, endlich. Okay, alles sicher. Das freut mich. Warum tut er das? Oh, Entschuldigung. Nicht meine Schuld. Du standst da so blöd rum. Hey, ich nix Bauer. Geschafft.